Sechs Filmklassiker, die an den Kinokassen absolut gefloppt sind. Erstens, Fear and Loathing in Las Vegas. Selbst die brillante schauspielerische Leistung von Johnny Depp und Benicio del Toro konnten diesen Film nicht retten. Dieser Film erhielt aufgrund seiner Thematik und der expliziten Darstellung von Drogenmissbrauch anfangs sehr schlechte Kritiken. So konnte der Film seine Produktionskosten von ca. 18,5 Millionen US-Dollar nicht einmal decken und nahm an den amerikanischen Kinokassen gerade mal 10,5 Millionen US-Dollar ein. Erst bei Video Release wurden die Kritiken deutlich besser und der Film wandelte sich allmählich zum Kultfilm. Sein popkultureller Einfluss ist heute nicht mehr wegzudenken. Stichwort Fledermausland. Zweitens, Donnie Darko. Seit diesem Film bin ich großer Jack Gyllenhaal-Fan. Ein Film, der mit einem sehr geringen Budget von knapp 4,5 Millionen Dollar weltweit nur knapp 7 Millionen US-Dollar einspielen konnte. Wegen seiner komplexen und vor allen Dingen nicht leicht zugänglichen Thematik erhielt er in der USA nur wenig Beachtung und in Deutschland kam er nicht mal in die Kinos. Nach DVD-Release hat sich jedoch innerhalb weniger Jahre eine große Fangemeinde um diesen Film gebildet. Gerade weil der Film eben eine sehr spezielle Thematik hat, die viel Spielraum für Interpretationen lässt und Jake Gyllenhaal eine prima Performance abliefert, findet der Film bis heute immer wieder neue Fans. Dies führte unter anderem dazu, dass der Film zu seinem 20-jährigen Jubiläum 2021 erstmals auf deutschen Kinoleinwänden zu sehen war. Drittens, The Big Lebowski. Wegen diesem Film wurde sogar eine eigene Religion gegründet. Die Kultkomödie der Coen-Brüder gilt für viele als eine der besten Komödien aller Zeiten. Mit einem Budget von rund 15 Millionen US-Dollar konnte er weltweit ca. 27 Millionen US-Dollar einnehmen und gilt somit als mäßiger finanzieller Erfolg. Jedoch hat dieser Film einen besonderen Platz im Herzen vieler Filmfans. So gibt es beispielsweise seit 2002 in mehreren Städten der USA regelmäßige Lebowski-Conventions und sogar eine eigene Religion benannt Dudeismus, die die Lebensweise des Dudes verherrlicht. Die Bezeichnung Kultfilm ist in diesem Fall also wörtlich zu sehen. Und ganz ehrlich, ein Abend mit dem Dude ist niemals ein verschwendeter Abend. Viertens, Fight Club. Obwohl dieser Film in der ersten Woche sogar auf Platz 1 der amerikanischen Kinocharts gelandet ist, ist er am Ende gefloppt. Mit einem Budget von ca. 60 Millionen US-Dollar konnte er am Ende gerade einmal etwas mehr als die Hälfte dieses Gelds wieder einspielen. Zwar war der Film außerhalb der Vereinigten Staaten nochmal ein größerer Erfolg, gilt am Ende aber dennoch als finanzieller Flop. Der Film erhielt aufgrund seiner expliziten Darstellung von Gewalt gemischte Kritiken. Vor allen Dingen, da im gleichen Jahr der Amoklauf an der Columbine High School geschah. Der Film wurde als gewaltverherrlichend und hetzerisch bezeichnet. Der Film übt eine ganz klare System- und Kapitalismuskritik. Wer jedoch ernsthaft der Meinung ist, dass dieser Film gewaltverherrlichend ist, hat ihn in meinen Augen nicht richtig verstanden. Mit diesem Film wurden Brad Pitt und Helena Bonham Carter zu Weltstars. Fünftens. Blade Runner. Ein absoluter Science-Fiction-Klassiker, der als Mitbegründer des Cyberpunk-Genres gilt. Jedoch stand der Beginn dieses Meisterwerks unter keinen guten Stern. Der Film konnte in den USA nicht einmal seine Produktionskosten von ca. 26 Millionen US-Dollar einspielen und galt daher als finanzielles Desaster. Der Film hatte das große Pech, dass E.T. im gleichen Jahr in den Kinos erschien und ihm damals komplett die Show gestohlen hat. Jedoch hat sich bereits wenige Jahre danach eine große Fangemeinde um Blade Runner versammelt. Dies und vor allem der große Erfolg des Director's Cut brachten dem Film schließlich die verdiente Aufmerksamkeit und den bis heute andauernden Kultstatus. Film Nummer 6. The Shawshank Redemption oder wie er hierzulande heißt, Die Verurteilten. Unglaublich aber wahr. Dieser Film ist seit 2008 der bestbewerteste Film auf IMDb und gilt nicht zuletzt deswegen für viele als der beste Film aller Zeiten. Doch der Kinostart dieses Films war alles andere als großartig. Sein Budget von rund 25 Millionen US-Dollar konnte der Film mit seinen Einspielergebnissen kaum decken und wurde ein Flop an den Kinokassen. Als Grund wird hierfür oft der sperrige Titel des Films vermutet, mit dem die Kinobesucher einfach nichts anfangen konnten. In einem Interview hat Morgan Freeman übrigens gesagt, dass dies die beste Filmproduktion war, an der er in seiner Filmkarriere teilhaben durfte. Welcher Film auf dieser Liste hat euch am meisten überrascht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Bis bald.